Herzlich willkommen, meine allerliebsten Windgeborenen. Herzlich willkommen im Kreise der Windgeborenen. Wir sind noch auf der Suche nach dem Wüstenschrein. Ich habe mal nachgeguckt, was obtain heißt. Obtain heißt erhalten. Das heißt also, wir müssen nicht einen Wüstenschrein finden, sondern wir müssen einen Wüstenschrein erhalten. Okay, wir werden uns mal zurückbeamen und werden mal den Wüstenschrein nehmen. Warum beamt der nicht zurück? Oh, weia, was hat er denn jetzt gemacht? Jetzt ist da irgendwas schiefgegangen. Jetzt ist da irgendwas schiefgegangen. Jetzt hat er uns hier in so eine Höhle reingebeamt. Gibt es denn sowas? Ach du Scheiße, wie komme ich denn hier wieder raus? Ich will zurück zu meinem Spawnpunkt. Ah, jetzt gut. Hallo, Schafe. Ich bin unersättlich. Ich will immer mehr Wolle. Immer mehr Wolle. Oh ja, wir sind in der Folge 12 jetzt angekommen. So, okay. So, mal gucken, ob das funktioniert, dass wir jetzt den Wüstenschrein abbauen. Ja, cool. Es hat geklappt, es hat geklappt. Es hat geklappt. So, gut. Kann man wieder aufbauen. Haha. So. Jetzt können wir uns wieder unsere Belohnung abholen. Klack. Ja. Und was ist das? Eine Wüstenmauer. Was sollen wir jetzt machen? Fünf Eisendinger craften. Okay. Das ist natürlich sehr schön. Weil somit heißt das ja, wir haben das Rezept jetzt auch für Eisenblades. Das hatte ich ja letztens erst gesucht. Ja, cool. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, das ist natürlich sehr geil. Sehr geil. So. Warte mal, ich muss mal ganz kurz mal das Holz hier rüberpacken. So. Dann lass uns doch mal hier die schickimicki Eisenblades reinmachen. Wo sind sie denn? Ach, hier. So. Eisenblade, ja. Ach, weißt du, wir können ja hier einfach weiter schneiden lassen. Gucken wir mal in unserem Ofen, was ist da so los? Okay, haben wir eigentlich neues Eisen-Ingot schon? Okay, so. Haben wir completed. Okay, gibt es wieder eine Spruchrolle? Jawohl, cool. Und das jetzt? Ein Desert Pillar. Was war ein Pillar? Ein Pillar war eine Säule. Okay, eine Wüstensäule. We find 100 Sandstone into Bricks. Oh. Refine 50 Keramik into Bricks. Oh, das ist jetzt anspruchsvoll. Jetzt brauchen wir 100 Sandstellen oder was? Immer ein bisschen Wolle mitnehmen. Guck mal hier, das, wenn wir das Ding abbauen, haben wir doch schon 100 Sandstellen, oder? Es ist doch Sandstein, oder irre ich mich da? Jetzt ist er hier hängen geblieben im Baum oder was? Der Gute jetzt. Was sind jetzt hier die Bugs oder was? Dann müssen wir das hier wegnehmen. Dann bleiben wir da auch nicht hängen. So, guck mal hier. Das ist doch jetzt Sandstein, oder? Ne. Sand, Sand. Nein, das ist ein x-beliebiger Sandhaufen oder was? Ich brauche Sandstein. Sandstein ist scheinbar nicht so häufig, ja? Sand. Das ist der Sandstein wahrscheinlich. So, gucken wir mal. 100 Sandstein brauchen wir. Eieieiei. Ist doch hier bestimmt Sandstein, oder? Ja. Hier auch? Nein, bestimmt nicht. Sandstein. Sandstein, okay. Müssen wir 100 Sandstein abbauen. Das ist natürlich eine Aufgabe.
Sand ist auch dabei, glaube ich. Na gut, aus Sand können wir natürlich auch... aus Sand können wir ja auch Glas machen, deshalb ist das jetzt nicht so dramatisch. So. Da, 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 da. Schön alles abbauen, ja. Das auf dem Sandstein drauf eine Sandschicht, sehr realistisch. Wir werden uns mal den Sandstein, wo ist er? Sand, Sandstein. Den werden wir uns mal hier reinpacken. Damit wir in etwa sehen, wie viel Sandstein wir schon abgebaut haben. Ja, der Sand geht schnell. Kann den werden wir mal mitnehmen. Wer weiß, was man nachher noch für Glaspaläste bauen kann. Guck mal einer an, wie schnell das geht bei dem Sand. Ist wahrscheinlich nach der Festigkeit, wie schnell oder langsam das geht, angesetzt. So, hier haben wir Sandstein, sehr schön. Da braucht er aber ein bisschen. Da glüht das Tattoo in der Hand. Seht ihr, an der rechten Hand ist so ein Tattoo, das glüht immer, wenn er arbeitet. Meine, komm schon. Die Hälfte fällt runter. So. Warum ist denn jetzt so ein schönes Licht auf einmal? Geht die Sonne unter oder was? Man sieht die bloß nicht beim Untergehen. Das Licht ist richtig schön geworden. So. So. Gehen wir mal runter einsammeln. Dass das zusammenkommt. Geht doch noch mal auf. Oh. Und das war nicht viel. Jetzt haben wir erst 47 Sandstein oder was? Na sag mal, ist das deprimierend oder wie? Komm, dann bauen wir uns hier noch was ab. Was passiert denn da? Vielleicht ist der ja reiner, der Sandstein hier. Ah ja, guck mal, da geht es ein bisschen schneller. Glaube ich. Hier so einen richtigen kleinen Graben reingemacht. 64 Sandstein. Oh nein, ey, das dauert ja ewig. Oh Gott, okay, weiter. 100 Sandstein, das ist ja eine Aufgabe. Gut, da kann man dann natürlich auch ganz schön was von bauen. Sinnlos sind die Aufgaben ja nicht, weil wir haben ja gesehen jetzt, wir haben ja durch die Aufgaben auch schon richtig was hier gebaut. Oh. Ja. Ja. Wir kommen langsam unserem Ziel näher. Kommt, ich sammle euch ein. Jetzt habe ich gleich 100. Ja, 99. 101, okay, daraus können wir jetzt Bricks machen. Und dann brauchen wir noch 50 Keramik, das heißt, wir brauchen Erde. Komm, wir beamen uns mal zurück. Packen das schon mal rein hier in unseren Blade-Schneider. So, ja, sehr schön gemacht. So. Du kommst raus wieder. Und jetzt der Sandstein. Wo ist er? Hier, zack. Und jetzt ein Eisenblade rein und dann geht es jetzt richtig ab hier. Sandstone Bricks, okay. Jetzt fängt er an zu ackern. Wir sehen ja da, wie der Stand ist, der Stand der Dinge. Och Mann, ey, ihr habt immer so viel Wolle. So, jetzt brauchen wir noch Dirt, um die
aus 50 Keramik. Oh. Dieses hatten wir noch gar nicht. Wir haben zwar aus Keramik schon Blades gemacht, aber dass man aus Keramik ist doch Dirt jetzt, oder? Ja. Aber dass man aus Keramik auch wiederum Steine machen kann, also Bricks. Bricks ist ja so zum Bauen für die Häuser. Diese Art von Steine. Oder vielleicht auch überhaupt Bricks, um andere Sachen wieder damit zu craften. So. Es kann natürlich auch sein, dass man da für Keramik, für ein Keramik irgendwie mehrere Dirts braucht. Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal gucken. Die Kante noch mitnehmen, die kleine da auch noch. Das nehmen wir noch mit. So. 56. Gucken wir mal, was wir daraus machen können, wa? Zurück. Beamen. So, 33 hat das schon. Jetzt können wir hier die Dinger zu Keramik machen. Wo sind sie? Hier. 10 Keramik haben wir ja schon, sehe ich gerade. Passiert, wenn wir es hier reinpacken. Ach nee, ich muss ja aus der Keramik, muss ich überhaupt, warte mal, noch mal kurz gucken. Er macht aus, 1:1, aus einem Dirt macht er ein Keramik. Gut, dann brauchen wir ja gar nicht mehr weitersuchen. Aha, das kann aber sein, naja, mal sehen. So. Das sieht nicht gut aus. Das nehmen wir mal noch weg. So. Ja, so sieht es auch nicht besser aus. Naja, ist egal. Guck mal, das ganze Holz hier, das können wir wieder abbauen. Das brauche ich. So. So. Nicht da runterfallen in die Höhle. Brauche ich doch. Nehme ich mal weg, damit es ordentlich aussieht. Ja. Ja. Weg hier mit dem Schmonz. Ja. Ja. So, so, so und so. Sehr schön. Haben wir uns hier ein aus Versehen ein Loch reingefressen. So. Machen wir hier mal Granit rein. So. So. So, 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 so. Sehr schön. So. So. 80, 81. Hier wird noch fleißig gebrutzelt. Okay. Machen wir bis dato. Vielleicht mal wieder hier ein bisschen was rausnehmen. Granitbricks, hier haben wir sie wieder. Die brauchen wir ja zum Craften. Ich habe auch eine Truhe im Inventar, genau. Können wir doch gleich mal hier aufbauen, das Ding. Eine Relic. Chest. Klang. Jetzt haben wir zwei Relic Chest. Sehr schön. Kann man das Ding eigentlich abbauen? Oh, man kann den abbauen, um Gottes Willen. Ich mach's lieber nicht. Könnte man also umziehen noch mit dem Drachenstein, ja, oder was? Oh, die 100 Sandstones, die wurden jetzt in Bricks zerteilt. Das ist sehr schön. Können wir die mal rausnehmen? Okay. Feinsandsturmbricks haben wir auch schon, wa? Nee. Was ist denn das hier? Ach so, Feinwutz. Und Superb Sandsturmbricks. Haben wir noch einen Sandsturm übrig. So. Und jetzt ist das Ding aufgebraucht. Und jetzt kommen unsere schicken Keramikdinger. 44. Zack. Mal Holz, Kohle nachfüllen. So, jetzt können wir hier aus der Keramik Keramikbricks herstellen. Ja, ist das richtig? Ah, okay. Schön.
müssen wir warten, bis wir 50 Keramik-Bricks haben und dann haben wir unseren nächsten Quest erfüllt. Man könnte sich natürlich hier in diesen Sessel setzen. Ah, ein bisschen aus Fenster schauen. Herrlich. Oh, 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 juhu. Ja. Wolle habe ich ja auch ohne Ende. Ich denke mal, nachher wird man richtig viel Wolle brauchen. Irgendwie, warum, weiß ich auch nicht. Gut, das war's schon wieder. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Windgeborenen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, danke fürs Zuschauen.